zweite Tag der sogenannten Kieler Open Source Dienstag. Es ist früh. Es war gestern Abend spät. Diejenigen, die da waren, die wissen, wovon ich rede. Deswegen fangen wir jetzt ganz einfach auch mal an. Welcome Thorsten Franz, der uns was zum Thema Erwachsenwerden in Ubuntu mit 18 erzählt. Fragen bitte zum Schluss. The floor is yours. Ja, vielen Dank. Es ist 11 Uhr, das ist für mich nicht mehr früh. Ich habe jetzt schon Lust auf Mittag. Genau. Erwachsenwerden ist heute mein Thema und ich will ein bisschen über Pubertät, Kindsein und sowas reden, aber natürlich von Ubuntu. Kurz stelle ich mich gleich nochmal vor, wer mich nicht kennt. Dann gibt es einfach einen Foliensatz mit Anekdoten, Geschichtliches, so einen Überblick aus 18 Jahren. Ich werde nicht zu jeder Folie was sagen, könnte ich, aber dann würden wir hier in 3 Stunden sitzen. Eben hatten wir darüber gesprochen, dass ich die 3 Stunden nicht habe. Also sorry. das bin ich. Ich bin ursprünglich aus dem Debian-Kontext zu Ubuntu, damals gewechselt 2006. Bin im Ubuntu in den Community Conceal, das ist ein internationales Forum, die sich um die Community-Belange kümmern und auch ansprechender Partner für die deutsche Community. Bin hier jetzt auch mit Vortrag unterwegs und auch mit Messestand dieser Veranstaltung. Privat mache ich auch was mit Software, beruflich meine ich, nicht privat. Beruflich mache ich auch was mit Software und privat mache ich Ubuntu. So ist das immer der Unterschied. Und es ist so, dass das offizielle Announcement am 15. September 2004 kam, dass es eine Ubuntu-Version geben wird und deswegen 18 Jahre her, fast auf den Tag genau. Das war erst No Name Yet, hieß erst Ubuntu, also es gab noch keinen Namen. Und ich glaube, jetzt steige ich mal ins erste Jahr rein. Da oben kann man immer erkennen an der Zahl 1, wir sind jetzt gerade noch am Anfang. Android gab es damals noch nicht, aber Debian schon. Die haben auch super coole Namen für ihre ersten Versionen gehabt und Ubuntu hatte das Maskottchen ein watziges Warzenschwein. Kann man lustig finden, ich fand es lustig. Das Gute war damals bei Google, die Suche funktionierte noch nicht ganz so gut und unter Warty Warhawk war nichts anderes zu finden als Ubuntu und soher kamen auch diese komischen Namen zustande, weil dort dann auch wirklich nichts anderes gefunden wurde als diese Sachen dazu. Firefox in Version 0.9, also noch ganz alt. Damals gab es ShipIt, das war eine Version, also eine CD, die man eben halt bestellen konnte, direkt bei Canonical. Canonical ist der Partner hinter Ubuntu. Und konnte man sich die nach Hause zuschicken lassen. Das war auch was ganz Neues. So sah es aus. Warum gab es Ubuntu? Ubuntu sollte eben halt extra für Endanwender entstehen. Und da hat schon im August Mark Shuttleworth einen Bug aufgemacht, den Bug Number One in Ubuntu, dass eine marktbeherrschende Stellung von dem Microsoft-System ist und er die ganz gerne brechen möchte. Wir kommen da gleich nochmal zu. Jetzt kommen wir schon zu meinem Lieblingsthema, die Community. Sie hat unterschiedlichste Regeln, die dort zählen. Wir haben die auch festgehalten. Ubuntu hat dort diese Regeln, dass man rücksichtsvoll, respektvoll und hilfreich sein soll und Meinungsverschiedenheiten austragen soll, aber eben halt auch unterschiedliche Meinungen akzeptieren. Das ist ein Grundkonzept, wie man bei Ubuntu arbeitet. Es gab am Anfang sehr viele Release-Partys, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt, weil was soll man auf diesen Release-Partys noch machen? Man installiert sich's und damit hat man es auf dem Rechner. Damals war das eben halt noch sehr stark auf Hardware-Problemen dort so, dass man
ja, einen andauernd irgendwie Grafiktreiber nachinstallieren musste, dass die Soundkarte nicht funktionierte und sowas. Das waren noch die Anfänge bis 2010, 11 und danach wurde es besser. Genau, und Treffen innerhalb der Community war sehr weit verbreitet, UboCon oder sonstige Messen. Der Spiegel hat dieses Zitat, es herrscht ein freundlicher Umgangston, der sich deutlich von dem abhebt, was mitunter in bestimmten Linux-Foren üblich war, über Ubuntu geschrieben. Und damals war es schon noch wirklich so, die Linux-Distributionen waren doch eher für eine eingeschworene Community. Und so eingeschworen wollen wir nicht sein, deswegen zapfe ich auch immer für andere Leute das Bier und trinke meistens gar nicht selber. Wir haben ganz, ganz viele Sachen aufgegeben in Ubuntu und ausprobiert. Zum Beispiel Upstart war so eine Sache, wo wir den Startprozess beschleunigen wollten. Das Projekt ging ziemlich in die Hose. Da haben wir dann auf Systemd irgendwann umgestellt. Wir haben auch sowas gemacht wie Brainstorm, Ubuntu Brainstorm, wo wir alle Nutzer dazu aufgefordert haben, immer Vorschläge einzureichen, was wir verbessern können und haben das auch bewertet. Dieses Thema ist mittlerweile auch eingestellt. Jetzt gibt es noch so eine technische Plattform, wo man so mit Blueprints weiter noch Ideen austauschen kann. Die Mutter ist natürlich Debian. Mutter kommt ja gleich nochmal im Vor. Genau, und Debian war ja schon immer cool und hat immer regiert und da wurde immer so ein bisschen gelächelt und gesagt, und Ubuntu hat Blümchensex. Und so ein bisschen stimmt es auch, wir sind irgendwie die Debian-Fraktion, die irgendwie ein bisschen versucht hat, die Leute alle mitzunehmen. Jetzt kommen wir nochmal zu Systemd und deswegen auch Rules. Warum haben wir Upstart damals aufgegeben? Es war eben halt so, ja, Debian hat gesagt, Systemd ist es. Und genau, da haben wir uns dann eben halt angepasst. Dieses Event haben wir bei Ubuntu übernommen. Das war ein Wortspiel. Rolling Stones ist natürlich nicht Ubuntu, sondern die Beatles. Rolling Stones ist natürlich ganz klar Debian, muss man einfach sagen. Was aber sehr super ist in dieser ganzen Community, es ist so, dass ein großer Austausch in dieser Community zwischen Debian und Ubuntu stattfindet. Viele Maintainer paketieren ihre Pakete sowohl für Debian als auch in Ubuntu, weil das einfach auch viel einfacher ist. Man hat eine viel größere Reichweite für auch die für die Maintainer. Und auf Deb-Konferenzen, das war schon 2005, wird auch der Circle of Friends nachgespielt, jedenfalls in den Anfängen. Mittlerweile wird man, glaube ich, dafür gelyncht. Nein, das war nur ein Spaß. Das ist die eine Seite der Medaille, von wegen dieses Debian, wo wir eben halt in der Ursprung herkommen. Und es gibt aber auch noch ein anderes Thema, so ein anderes Unternehmen, womit wir auch immer wieder uns anschmusen. Das ist Microsoft, die ja auch Bug Number One auch hauptsächlich mit dort initiiert haben, weil die eben halt die marktbeherrschende Stellung haben. Aber wir sind mittlerweile immer mehr dazu gekommen, uns Microsoft anzunähern. Wir haben dort auf dem Linux-Tag in Berlin von denen auch Club Mate bekommen und dafür mussten wir uns dann gemeinsam mit denen auf dem Foto fotografieren lassen. Das war eine tolle Aktion. Das Windows Subsystem for Linux ist eben halt auch maßgeblich mit Ubuntu-Unterstützung entstanden. Jetzt mittlerweile ist es ja schon so, dass auch in einem Windows-System man eine Linux-Distribution, hauptsächlich Ubuntu, eben halt gut zum Laufen kriegt. Und auf der CeBIT waren wir auch am Partnerstand von Microsoft. Das ist im März 2012. Ich spiele da nachher nochmal ein Video zu ab, aber das erst danach. Ich gehe erstmal die Präsentation durch, weil dort komme ich gleich noch mit einer Anekdote dazu. Und ich musste dieses Video abspielen, weil ich Hauke versprochen habe, dass ich das Video mitbringe. Genau, deswegen spiele ich es auch nur ab.
So, ich gehe gerade noch mal ein bisschen schneller durch, damit wir gleich auch noch ein bisschen Zeit für Fragen haben am Ende. GNOME. GNOME ist auch eine ganz, ganz nette Geschichte. Der GNOME-Zyklus hat eigentlich sogar auch diesen 6-Monate-Zyklus bestimmt, in den Ubuntu erschienen ist und auch noch erscheint. Irgendwann war es aber so, dass wir ja eben dann doch irgendwie mal was Eigenes wollten. Und da hatte dann Canonical die Idee, Unity zu entwickeln und dort von GNOME wegzugehen. Alles eigentlich nur wegen Matter, das ist der Window Manager dort von GNOME 3 damals, der nicht sehr stabil war und das sorgte für Streit in der Community. Aber ist ja eben halt immer so, wie es ist, wenn man schön was forkt und irgendwie was Neues entwickelt, entsteht ja auch so ein Konkurrenzkampf und dadurch werden alle Leute besser oder irgendjemand gibt mal auf. Und Unity wurde damals dann auch aufgegeben und es wurde wieder zu GNOME 3 gegangen und das ist weiterhin auch die Desktop-Oberfläche, die auch momentan in Ubuntu ist. Das war 2016, wo das Unity-Projekt eingestellt ist und heute, jetzt so in den kommenden Monaten, ist es auch wieder ein offiziell anerkanntes Derivat, das Unity. Es kommt wieder zurück, schön zum 18. Geburtstag, weil man wird ja auch erwachsen, dann kann man auch mal wieder auf andere Sachen zurückgreifen. Es ist dann nicht mehr das die Haupt-Desktop-Umgebung, das ist weiterhin GNOME 3, aber es kommt als ein Derivat zurück und man kann Unity wieder nutzen. Was man schon immer kannte, wenn man sich die Pakete selbst installiert hat und so weiter, aber das ist ja nicht für jedermann so Sache. Ich habe noch ein paar andere Sachen mitgebracht, wo wir uns irgendwie den Kopf eigentlich in den Boden stecken müssen, was nicht so gut funktioniert hat, weil wenn man 18 wird, dann möchte man eigentlich nicht an diese Peinlichkeiten erinnert werden und ich mache es mal. wir hatten Amazon Lens, das war auch eine schöne Sache, die Spyware, wie Richard Stallman dort geschrien hat. Das war sicherlich nicht irgendwie was, wo wir uns wirklich für rühmen können. Dort war es eben halt so, dass man in der Suche auf dem Desktop gleichzeitig auch die Möglichkeit hatte, in Amazon Suchanfragen zu stellen. Das lief zwar anonymisiert, aber das hat dennoch für viele, für viele eben halt dafür gesorgt, dass sie es nicht so gut fanden. Und das Schlimmste daran war eigentlich, dass das ein Standard aktiviert war. Also das war noch eigentlich so das, was man am wenigsten eigentlich sehen möchte. Genau, da macht man auch Fehler. Dieses ganze Thema war ja sowieso entstanden, eigentlich nur aus Bequemlichkeit. Ein Entwickler wollte das irgendwie haben und hat das dann einfach entwickelt und irgendwie ist das dann doch auch reingeraten in die Standardinstallation und keiner hat da groß drüber nachgedacht. Diese Lenses, die es gab, da gab es auch noch ganz andere, YouTube-Lens, Wikipedia, auch ein Pornscope gab es, die Adult-Lens und auch Torrent-Lens und sowas. Das waren eben halt alles immer so Suchabfragen, wo man auf dem Desktop Sachen finden konnte. Genau, also das mit dem Porn fand ich auch schon ein bisschen, naja, ob das jetzt so die Menschlichkeit widerspiegelt in Ubuntu, weiß ich auch nicht. Würde ich auch eher unter nicht so gelungen eben halt sagen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Bug Number One, weil der wurde irgendwann auch geschlossen. Der wurde nämlich schon erfüllt. Und das sogar schon 2013. Warum? Und das sorgte damals auch für sehr viel Aufregung. 2000 war eine marktbeherrschende Stellung von Microsoft von 97% aller eben halt Systeme. Und da gehen wir jetzt mal weg
von den PC alleine. 2013 sah das schon ganz anders aus. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass sich das Verhalten der Nutzer auch total geändert hat. Wir haben sehr viel mehr auf ganzen Mobile Devices eben halt umgeschwenkt. Da gibt es mittlerweile mehr Geräte als Laptops, die da unterwegs sind. Und somit hatte Microsoft dann irgendwann nicht mehr die marktbeherrschende Stellung aus Sicht von Mark Zuckerberg. Kann man drüber streiten, auf Laptops, PCs ist es, glaube ich, schon noch immer so, dass man, außer wenn man Apple eben im Laden kaufen möchte, meist gar keine anderen Möglichkeiten hat. Und von daher, in dieser Sparte ist es sicherlich noch immer so das Thema. Aber da ich gerade mobil erwähnt habe, es gibt auch Ubuntu Touch. Und einige sagen, ja, da gab es ja mal, aber es gibt es noch immer. Wir haben 2013 dort den Start gehabt für Ubuntu Touch. Dort wurde versucht, eben halt auch Geld über eine Plattform einzusammeln, um ein Gerät dann auch damit standardmäßig auszuliefern. Dieses Projekt hatte so semi-gut geklappt, also eigentlich ganz gut, weil man wollte eigentlich so ein bisschen den Preis herausfinden, was die Leute bezahlen wollen. So nicht so gut, weil man hat es dann eben halt nicht ganz erreicht, dass das dann eben halt wirklich produziert werden konnte. Aber es wurden andere Smartphones damit ausgeliefert. Das ist so ein Bild, was ich mal gemacht habe im Dezember 2015 in einem Saturn, wo ein Ubuntu Edition auf ein Smartphone auch verkauft wurde. War sehr überrascht, als ich das damals gesehen habe. Ich hatte das zwar schon selbst auf dem Phone und benutze es auch immer noch, aber fand das schon gut in ein Geschäft, was eben halt doch eine ziemliche Reichweite hat. Leider wegen der Reichweite, ja, ist es so, dass Canonical da nicht mal ganz so hinterher war, hatte sich spezialisiert auf andere Themen, gerade in Richtung Cloud und Internet of Things, sodass das Mobile Device dort in Canonical eingeschlafen ist, dort nicht mehr richtig weiter entwickelt wurde, weil sie einfach es nicht mehr für realistisch gehalten hatten, ein paar Prozent von dem weltweiten Mobile Phone Markt für sich eben halt abzwacken zu können. Kurz nachdem es eingestellt wurde, hat sich UB-Ports damals einfach ein Projekt von ein paar Leuten dazu bereit erklärt, dieses Ding weiterzuentwickeln. Mittlerweile haben die auch eine Foundation gegründet und haben auch momentan 83 unterstützte Devices, stand letzte Woche. Ich weiß nicht, was da jetzt noch mehr hinzugekommen ist. Und es gibt auch vorinstallierte Ubuntus, die man sogar kaufen kann, direkt vom Vendor. Also das ist ein Gerät, mache ich mal gerade Schleichwerbung. Das ist ein Vola-Phone, die geben das auch mit Ubuntu Touch raus. Ich habe auch, also für alle, die hier sind, Geräte dabei, können wir gleich auch noch am Stand dann auch angucken und auch mit rumspielen. Weil so ein bisschen in der Hand das zu haben, ist ja so ein Touch, man möchte ja auch gerne mal touchen. Eine tolle Geschichte, die da auch auf diesen Ubuntu Touch funktioniert, ist das ISO Drive. Das finde ich eine ganz tolle Anwendung. Ich kann also mein Smartphone dafür benutzen, dass ich da ein Ubuntu ISO ablege und eben halt per USB anstöpsel und dann kann ich da den Rechner mit starten, Live-CD starten oder direkt die Installation machen. Finde ich auch ein ganz cooles Ding. Habe ich schon öfter mal benutzt. Genau. Und mittlerweile ist es auch so, dass mit Raydroid auch der der Android Store, sondern der App Store angesprochen werden kann, um dort Applikationen von Android in so einer virtuellen Box laufen zu lassen. Das funktioniert für alle Anwendungen, also Android-Anwendungen, die nicht unbedingt das System dahinter auf welche Funktionen dort zugreifen, die über sowas wie Standortbestimmung und Foto oder sowas hinausgehen. Dort kann man mittlerweile auch Android-Applikationen drauflaufen lassen.
Noch nicht so ganz super stabil und super schnell, aber naja, es tut sich immer noch was. Genau. Achso, ja, nee, irgendwann wird es auch mir zu heftig, da nochmal über mir zu reden oder sowas. Wollen wir mal sagen, irgendwie Wayland hat sich durchgesetzt, dann war es doch wieder X und jetzt wird es wieder Wayland insgesamt ein Standard. Genau, mehr sage ich dazu nicht mehr. Logos. Das Logo von Ubuntu, ich weiß gar nicht, ob alle das da so kennen, das ist der Circle of Friends. Es sind eben halt eigentlich drei Menschen, die sich an den Händen halten und dort in einen Kreis stehen. Das hat man auch ja, in der ersten Version auch schon gesehen, dass dort auch mit den Farben gespielt wurde, dass das eben halt die unterschiedlichsten Menschen sind in den unterschiedlichsten Farben. So wollte man so eine Weltgemeinschaft auch darstellen. Das war 2004. Das war direkt gleich am Anfang das Logo. Das hat sich dann geändert, weil man so ein bisschen meinte, ein bisschen professionelleres Image aufbauen. Das sieht man, glaube ich, auch in dieser 2010-Variante, dass das ja nicht so mehr kindlich verspielt aussieht, sondern schon ein bisschen mehr businesslike. Und in diesem Jahr ist das Logo nochmal geändert worden. Ich habe noch das alte Folienset hier, von wegen, wo das alte Logo noch mit drin ist. Die Auslieferung aller Komponenten mit den neuen Merchandise geschieht erst so im November. Da waren sie noch ein bisschen ja, hinten dran. Ich habe mich damit schon länger beschäftigt, weil ich in Ubuntu Community Council sitze und also dort reingewählt wurde. Also die weltweite Vertretung der Ubuntu Community. Und deswegen hatte Canonical uns schon vorher nach Ideen, Meinungen, eben halt auch dem Konzept und so dort gefragt. Und wir haben dort auch, waren das schon vorher im Austausch, bevor dieses Logo released wurde. Aber ich bin jetzt auch kein Logo-Experte und auch überhaupt nicht grafisch super unterwegs. Ich finde, egal, man kann das Alte nehmen oder das Neue. Ich finde, irgendwie ist das so, für mich sieht das gleich aus. Aber okay, haben sich viel bei gedacht. Und ja, es ist jetzt eben halt schon so. Und das ist, glaube ich, schon der Unterschied, dass man diese Verschränkungen hat, dass man eben halt näher zusammenrückt, weil man hat eben halt nicht mehr einen eigenen Arm auf beiden Seiten des Mannequins, sondern man nutzt es des Nachbarn mit. Also von daher, dieses Logo soll noch mal ein bisschen eine geschlossene Haltung darstellen. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Genau, also erstmalig ausgespielt in der 22.04-Version, das ist die aktuelle Long-Term-Support-Version. Und dann, wenn man ja so erwachsen wird, gerade in der Pubertät, da hat man ja so manchmal so Ideen, dass man wirklich mit alten Sachen total aufräumt und dann vielleicht auch wieder irgendwie mehr an Opa denkt und sagt, man möchte vielleicht auch Sachen wieder anders gestalten. Und da kam dann Snap auf, weil da wollte man doch wieder irgendwie alle Libraries in ein Paketformat mitliefern, wie man das eben halt zu Opas Zeiten gemacht hat und dort die Systemstabilität dadurch wieder fördern. Es gibt super viele unterschiedliche Installationsmöglichkeiten bei Ubuntu. Snappy ist jetzt momentan das, was am meisten promotet wird. Es gibt aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten, Pakete dort zu installieren. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Ubuntu-Derivate. Das ist ganz häufig so bekannt, dass es dann auch noch ein Kubuntu und Lubuntu gibt, das also mit KDE-Oberfläche oder mit LXDE-Oberfläche. Da ich eben gesagt habe, dass Canonical sehr stark in diesen Internet of Things und Cloud-Diensten und sowas gegangen ist, im Serverbereich, wollte ich hier nur noch mal anmerken, da gibt es eben halt auch besondere Möglichkeiten, wie man dort eben halt Ubuntu-Version nutzen kann. Einerseits die Minimal-Ubuntu und die Ubuntu Core.
Ubuntu Core war erst da, gerade in Richtung VMware war das das, was man dort genutzt hat. Aber mittlerweile in den Internet of Things ist man dann noch weiter in so ein Minimal-Ubuntu abgedriftet, was auch wesentlich deutlich kleiner ist und dort versucht wird, in der Containerisierung in der Cloud dort hauptsächlich zu nutzen. Ubuntu, ich hatte das eben schon mal erwähnt, ist ja nicht nur Canonical, sondern auch Community. Das ist häufig für Menschen auch recht verwirrend. Was steckt da jetzt wie, wo drin? Und das hatte auch dazu geführt, dass irgendwann diese Institutionen, die es da auch gab, ja gar nicht mehr so richtig funktioniert hatten. Das war gerade in Richtung Community, dass dort Canonical so auch ein bisschen den Link hin vergessen hatte zur Community. Das habe ich vor ein paar Jahren eben halt auch mit angegangen, dass wir dort diesen Link wieder besser hinbekommen. Mittlerweile gibt es auch bei Canonical wieder ein Community-Team, was sich um Community-Belange kümmert. Und in der Community gibt es auch so eine Leadership-Funktion. Einerseits für alle technischen Belange sind da Technical Board Menschen, die Richtungsentscheidungen bestimmen. Das ist eine Institution, wo man reingewählt werden kann als Ubuntu Core Developer. Muss man eben halt in dieser Gruppe drin sein. Ansonsten darf man sich da nicht reinwählen lassen. Und auf der Community-Seite in Richtung, zum Beispiel die Logo-Gestaltung, ist das in Ordnung für die Community oder auch Themen rund um Verhaltensgrundsätze oder auch Themen wie Ausschluss von Mitgliedern aus der Community, was es durchaus auch in der Vergangenheit gab. Dafür ist das Community Council zuständig. Und seit ein paar Jahren ist Mark Shuttleworth da auch wieder stärker drin vertreten. Er ist sowohl in den Technical Board als auch im Community Council auch mit Member und ist auch mittlerweile wieder der CEO von Canonical, was er jahrelang nicht war. Da ist er jetzt auch wieder stärker mit eingetaucht. Canonical hat aber eben halt ganz unabhängig von der ganzen Community super viele Produkte entwickelt, die eigentlich in den Community-Belangen nicht so ganz eine Rolle spielen. Das ist eigentlich, was sich immer so auf der Community befindet, ist so das hauptsächlich Ubuntu-System und die Subsysteme drumherum. Aber es gibt da noch total viele Commercial-Produkte von Canonical. Ich habe hier einige mal gescreenshottet. Es gibt dort sogar noch mehrere von diesen Produkten, womit Canonical da eben halt Geld macht. Die 16, ich habe natürlich nur bis 18, also von daher bin ich gut in der Zeit und habe dann gleich auch wirklich noch Zeit für Fragen. Puh, da habe ich ja das nochmal gut hingekriegt. Ich wollte noch einmal Bilder zeigen, weil es gibt bald einen neuen Installer, der eben halt alles ein bisschen schicker ist, in Flutter entwickelt ist, einer neueren Programmiersprache, die so ein bisschen hipper ist. Genau, hier sind so ein paar Bilder, wie das aussieht mit den Try Ubuntu oder Install Ubuntu, was man kennt von der Installation. Und auch der nachfolgende Prozess ist eben halt schon noch, wie man das aus den alten Installer kennt, aber eben halt eine ganz andere Oberfläche, die dann eben halt kommt. Ich bin Zahlenmensch und Zahlen möchte ich dann irgendwie auch nochmal bringen. Und wenn man 18 ist, dann kann man ja auch mal nochmal ein bisschen auf Zahlen eingehen. Wir hatten eben schon mal dieses Thema von wegen, ist jetzt Windows irgendwie das Betriebssystem, was nicht mehr eine marktbeherrschende Stellung hat? Marktanteile von den Laptops, PCs ist immer noch Microsoft mit 75% dort in Deutschland. Ne? Also das sind jetzt die für Deutschland, die Zahlen. Und genau, Linux ist da bei 2,6. Ist vielleicht noch nicht groß der Sprung gelungen, an die Macht zu kommen.
Was gibt es sonst noch Zahlen zu Ubuntu zu sagen? Wir haben 36 Ubuntu-Versionen in diesen 18 Jahren. Wir haben einige Ubuntu-Member, die auch das Ubuntu-Community-Konzil wählen. Das sind also Leute, die sich da besonders hervorgetan haben in der Ubuntu-Community. Das sind fast 600. Ubuntu Users ist mir immer ein Herzensanliegen, weil das eben halt da die Plattform ist, wo ich auch sehr viel mitarbeite. Dort haben wir 155.000 registrierte Nutzer. Genau, einfach mal so ein paar Zahlen. Ich habe leider keine aktuelleren Zahlen gefunden als die Schätzung von 2016, wo es hieß, dass Ubuntu 25 Millionen Nutzer hat. Das wurde damals eben halt so gesagt, wo Canonical darauf geantwortet hat, naja, eigentlich sind es 2 Milliarden. Und dann Sternchen, Nutzer indirekt oder direkt. Dieses ganze indirekte Nutzen hat natürlich damit zu tun, dass in dem ganzen Internet die meisten Systeme ja eben halt sowieso auf Linux laufen und dann eben halt auch sehr viel auf Ubuntu. Und da hatten sie gesagt, ja, indirekt benutzt ja Ubuntu eigentlich fast die ganze Welt. Finde ich so ein bisschen, naja, ist vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, nur weil ich irgendwo mal auf Wikipedia war und die vielleicht Ubuntu benutzen, muss ich dann auch kein Nutzer sein, ist jedenfalls meine Ansicht. Damit ist das schon so ein bisschen in 18 Jahren durch. Ich möchte dort kurz ein Video abspielen. Höchstwahrscheinlich klappt das nicht mit den Ton, aber vielleicht ist es auch egal. Hauke sagte nur, dass ich das abspielen soll. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen, wenn ich drauf. Du bist am rechten Rand. Am rechten? Ja, da, jetzt sehe ich meine Uhrzeiger. Ja, super. Das ist von der CeBIT 2012 und der Hintergrund war, dass jemand an den Stand kam und sagte, ich habe gar nicht viel Geld und möchte ganz gerne aber so ein Ubuntu-T-Shirt haben. Und ich so, naja, uns kosten die auch was in der Produktion, also kann ich dir jetzt nicht schenken. Und er so, dann verdiene ich mir das, ich erarbeite mir das. Und da habe ich gesagt, ja, wir haben von damals, Ubuntu User war damals irgendwie eine Zeitschrift, die damals noch sehr groß war und die haben uns super viele CDs hingelegt, weil sie die noch alle hatten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nimm doch einfach mal ein paar CDs und verteile die an bei dem Microsoft-Partnerstand. Und das ist das so, ich habe das verdeckt mitgefilmt, leider ist die Aufnahme nicht mehr ganz so gut. Ich hatte noch eine andere, die war besser, aber irgendwie ist das die einzige, die da ist. So, und hier ist zumindest einmal dokumentiert, wo er jetzt gleich auch ein Microsoft-Partner die Ubuntu-CD in die Hand drückt. Drück ihn in die Hand. So. Und der Witz dabei ist, es war natürlich so, dass wir 4 Microsoft-Partner die CD in die Hand drücken konnten und dann wurden wir entfernt. Wollen wir es mal so sagen. Genau. Ja, dann vielen Dank für das Zuhören. Ich freue mich über Fragen. Ja, gibt es Fragen? Bitte schön. Du hast ganz, ganz viele Misserfolge gezeigt. Hast du auch Erfolge, die von Ubuntu initiiert wurden und sich im Markt durchgesetzt haben? Ich selber hätte 1 Cloud inne, aber gerne mehr von dir. Bitte ganz kurz die Frage für den Stream, weil ich glaube nicht, dass die da hinten, dass die vorne angekommen ist. Gut, genau. Henning fragte, wie das ist mit Erfolgen in Ubuntu, weil ich viel über Misserfolge erzählt habe. Prinzipiell habe ich da so ein bisschen was über Misserfolge erzählt, aber Ubuntu, also Mobile, das Ubuntu Phone, ist eigentlich dennoch total eine Erfolgsstory, weil dort das in der Community ausgelagert wurde und dort das weiterentwickelt wird und mittlerweile auf super vielen Geräten funktioniert.
Der andere große Erfolg ist, glaube ich, und das ist der hauptsächliche Erfolg von Ubuntu, es wurde doch eine viel breitere Community eben halt präsent gemacht. Also, dass Menschen das eben halt installieren, ohne überhaupt Linux-Erfahrung zu haben, das war, glaube ich, der größte Erfolg, was sicherlich kein technischer Erfolg ist in dem Sinne, sondern eher mehr ein Marketing-Erfolg. Aber das hatte auch Technikbegleitung, weil Ubuntu genau zur richtigen Zeit gekommen ist. Ein paar Jahre vorher hatte SUSE eigentlich genau dasselbe versucht und sind eigentlich hauptsächlich daran gescheitert, weil sie das nicht verstanden haben, gut genug einen technischen Support den Nutzern kostenlos anzubieten in so einer Community und auch, weil die Technik nicht weit genug war und dort super viel der Hardware nicht erkannt wurde und dadurch so ein bisschen gegen die Wand gerannt sind. Also genau, da hatte SUSE das leider ein bisschen zu früh versucht. Ubuntu konnte dann auf den Kernel-Entwicklungen besser aufbauen. Genau. Gibt es weitere Fragen? Wenn nicht, dann hätte ich noch eine. Und zwar zur Folie 16. Mhm. Du hattest da Sachen stehen wie OpenStack, Kubernetes etc. pp. Ich vermute mal, damit meinst du Produkte, die Canonical auch supportet, nicht die ursprünglich von Canonical kommen. Nee, genau. Also die kommen nicht ursprünglich davon, außer ein paar auf der Folie. Genau, also ich wollte es doch rüberpacken. Na? Genau die. Genau. Snapdraft, das kommt von Canonical, das ist eine eigene Entwicklung. UU ist eine eigene Entwicklung, Landscape und Mars. Das sind alles Eigenthemen und genau, und dann benutzen sie noch weitere in ihrem Geschäftsmodell, die sie da mit Ubuntu anbieten. Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, OpenStack? OpenStack ist ein Industriekonsortium, ja. Kubernetes. Genau, da sind sie mit drin in OpenStack, ne? Genau, ja. Kubernetes wurde irgendwann bei Google geboren mit dem Namen Borg, weil da kommt tatsächlich diese Container-Orchestrierung her. Und LXD, glaube ich, da waren sie auch mit führend bei der Implementierung, aber das waren noch mehr Leute als nur Canonical. Genau. Aber das sind die Geschäftsfelder, womit wir heute Geld machen, genau, ja. Gibt es weitere Fragen? Ich gucke auch nochmal in den Stream. Ja. Da vorne ist noch eine Frage. Bitte schön. So ein bisschen ketzerisch. Ich habe kürzlich ein Video gesehen, wo diskutiert wurde, ob Ubuntu noch die Distribution ist, die man Anfängerinnen und Anfängern empfehlen würde. Ich bin auch über Ubuntu und SUSE so in die Linux-Welt reingekommen. Wenn man jetzt so bei DistroWatch und so guckt, ist ja Ubuntu bei weitem nicht mehr ganz vorne. Eine der Vorwürfe, die auch, das heißt Vorwürfe, eine Diskussionsargumente war halt eben auch diese Innovationsfähigkeit, die Ubuntu mal hatte, seit du bist ja dabei geblieben. Was würdest du jetzt sagen? Was sind noch die Punkte, warum Anfängerinnen und Anfänger mit Ubuntu einsteigen sollten? Und vielleicht, was gibt es auch gerade für Innovationen, die irgendwie jetzt kommen, wo Ubuntu vielleicht wieder vorne ansagen? Also ich glaube, einerseits war das die Sache, dass Ubuntu bei DistroWatch nicht mehr ganz oben ist und deswegen vielleicht andere Distributionen mehr genutzt werden. Dann noch die Sache, warum sollte man Ubuntu benutzen? Weil sie sind doch gar nicht so innovativ, als provokante Frage mal so. Als Einsteiger. Einerseits zu DistroWatch ist auch klar, da war Ubuntu nie vorne. Oder fast nie, weil DistroWatch zählt ja, wenn man auf die Webseite geht und dort eine Distribution anklickt, bekommt ja einen Klick. Und DistroWatch benutzen hauptsächlich Leute, die gucken wollen, was gibt es gerade Neues, und deswegen sind die Sachen immer oben. Da Ubuntu eine gute Community hat, geht man sowieso auf ubuntu.com. Also von daher, die findet man sowieso immer. Also deswegen dieses DistroWatch-Thema, ja, kann man anbringen, aber ist sowieso egal, glaube ich. Ich glaube auch, Ubuntu wählt man nicht aus Innovationskraft. Ich glaube, warum man das als Einsteiger nutzen sollte, ist, es funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Und das ist natürlich auch immer mit Sternchen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, wo es dann nicht funktioniert. Ja, klar, das ist immer so. Aber die Installationen, die mit Ubuntu gemacht werden und dort, wo der Nutzer ja noch ein Anfänger ist und nicht ganz so super als Spezialist da unterwegs ist, da glaube ich immer noch, dass man da die
größte Möglichkeit hat, dass diese Nutzer auch bei einer Linux-Distribution bleiben. Aber es stimmt sicherlich, eine große Innovationskraft, glaube ich, das ist auch nicht unbedingt Ubuntu. Also das glaube ich auch. Wir nehmen da vielleicht auch ein paar Sachen, die schon ein bisschen abgehangen sind. Und da gehen wir eher wieder in Richtung Debian. Genau. Keine Fragen aus dem Stream? Keine Fragen? Gut. Nee, also ich sehe gerade in dem Norm. Nee. Vielleicht hat aus dem Publikum nicht noch jemand eine Frage? Vielleicht Matthias als Debian, als BSD-Benutzer? Nein, Matthias, das war nee, alles gut. Ja, dann sage ich vielen Dank, Thorsten. Ja, und dann gerne. Um 14 Uhr geht's, um 13 Uhr geht's weiter. Vielen Dank. Bis dann. Ja, vielen Dank.